Crazy Little Thing Called Love von Queen, vielmehr das Solo von Brian May, dem Gitarristen von Queen, ein exzellenter Gitarrist. Mein Name ist Lars Fischer vom LF Music Institute und ich wünsche euch viel Spaß jetzt, wenn wir in den Nahbereich gehen und wir Note für Note dieses Solo durchgehen. Viel Spaß damit. Ja, also was macht der gute Brian da? Ja, also zuerst einmal ganz wichtig ist Tonabnehmer tiefstellen. Ich habe das jetzt nur nicht, weil ein Rauschen, wie ihr hören könnt, ist und das würde die Aufnahme stören. So müsste es eigentlich sein. Also wie gesagt, geht auf den tiefen Tonabnehmer und ab geht die Post. So. Also erstmal Slide vom 8. in 10. Bund. Jetzt schlägt die untere E-Seite nur an. Also einmalig. Jetzt. Und dann beide wieder. Jetzt wird der 13. Bund, also das C auf der B-Seite, 13. Bund, gebändet. Wieder released und in 11. Bund gegangen. Dann wieder 13. Bund. Wieder 11. Bund. 13. Bund gezogen. Und unten 13. Bund auf der E-Seite oder das F. Macht. Nochmal. Zusammen. 3. Und. Und noch einmal. 3, 4. Gut, weiter geht's. Also ich hoffe gut. Da auch wieder. Er arbeitet sehr viel in diesem Song damit. Ja. Das gleiche Schema. Jetzt 12. Bund, G-Seite und B-Seite. Dann 10. Bund B-Seite und 11. Bund G-Seite. Und dann ein bisschen swingig so. Zusammen. 3, on. 2, 3, on. Gut, jetzt kommt ein Hammer-On von 10. auf den 11. Bund in der G-Seite. 10. Bund B-Seite. 12. Bund. Und dann wieder der 10. Bund von der B- und E-Seite gezogen. Ja, so Rock'n'Roll-mäßig. Ne? Erinnert so ein bisschen an Back to the Future, zurück in die Zukunft. Diese Art von Song ist es ja auch. Soweit sind wir jetzt schon mal. Jetzt geht's weiter in den 13. Bund von der B-Seite. Ja. Auch wieder ein ganzer Ton, der gezogen wird. Und dann gehe ich in den 13. Bund von der hohen E-Seite direkt rein. Dann. Achso, ja, also das sollte doch erklärt sein. Mache ich wieder ein Bending und Release und gehe in den 11. Bund auf der B-Seite. Jetzt wieder 13. Bund angeschlagen. 11. Bund, auch alles, beides auf der B-Seite. Wieder den 13. Bund beenden. So, und jetzt kommt ein... Der Teil, den er später verändert hat. Normalerweise hatte er es ursprünglich mal so. Später hat er aber eigentlich nur noch so gespielt, so wie ich das am Anfang auch gespielt habe. Das heißt, ich gehe in den 15. Bund von der B-Seite, ziehe die an.
Kennt man ja alles aus dem Rock'n'Roll. Dann wieder. Und dann geht's in den 14. Bund. Also 15. 12. Bund bleibt hier unten auf der E-Seite. Immer im Wechsel. Ist der gleiche Ton, wie man hört. Ja. Jetzt gehe ich runter. Dadurch gibt es so einen kleinen bisschen Ton. Und dann bin ich hier im 14. Bund. So, jetzt kommt 14. Bund G-Seite, 11. Bund und 14. Bund D-Seite. Machen wir zusammen. 3 und 3, 4. 3, 4. 3, 4. Wie gesagt, wer es lieber so spielen will, auch kein Problem. Ups. Ja, also ihr slidet von 10 in 12. Und dann, wie beim anderen auch, 15. Bund B-Seite, 12. Bund E-Seite, 14. jetzt von der B-Seite. Ja. Dann hoch, 11. Bund G-Seite und da. So, jetzt kommt noch das Ende. Das ist auf der G-Seite, 14. Bund. Hochziehen. Releasen und wieder zurück in den 14. Bund. Also von 16. Jetzt ziehe ich 16. Wieder 14. Bund. Und mal das Solo ganz durchgespielt. 1, 2, 3, ah. Ich hoffe, ihr hattet jetzt viel Spaß mit dem Solo und ja, bringt euer eigenes Feeling rein, übt es immer wieder. Also natürlich sollte das Grundfeeling schon da sein, denn das ist ja das Besondere an diesem Song, aber jeder hat seinen eigenen Stil und das ist auch gut so. Und ob ihr jetzt am Ende auch oder das ist egal, denke ich mal. Das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch gefallen. Und wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und schaut auch gerne mal auf unsere Seite. Das ist ja, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, aber sonst sage ich es jetzt nochmal, lf-music-institut.com. Da gibt es viele Videos, auch for free. Die könnt ihr euch so runterladen und wenn ihr einen richtigen Gitarrenkurs machen wollt oder sonst irgendwas interessant findet von dem, was wir da anbieten, tja, wie gesagt, dann könnt ihr das auch bestellen. Und das Schöne ist, ihr geht bei uns keinen Vertrag ein. Es ist immer einzeln, also immer eine Einzelstunde, die man sich dann bestellt. Und wie gesagt, je nachdem, wie ihr es macht, schaut einfach mal rein, guckt euch auch die Videos for free an und habt viel Spaß. Bis bald, euer Lars.